Minna van Veen, liebe Mitglieder der Stifterfamilie, sehr geehrte Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Partner der Stiftung Mercator. Herzlich willkommen zu unserer sechsten, man mag es kaum glauben, Mercator Lecture hier in der Essener Philharmonie. Heute geht es uns um kulturelle Bildung. Neben Klimawandel und Integration eines unserer Kernthemen. Wir fragen uns in der Stiftung Mercator, was junge Menschen in unserer Gesellschaft an Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen und wie ein Bildungssystem beschaffen sein muss, das ihnen eine gleichberechtigte Mitwirkung an dieser Gesellschaft ermöglicht. Wir sind überzeugt, dass kulturelle Bildung mit der Vermittlung von Basiskompetenzen einen wesentlichen und leider immer noch unterschätzten Beitrag zu einer grundlegenden Bildung darstellt, ja, dass sie zu den Grundrechten von Kindern und Jugendlichen gehört. Wer könnte das besser verdeutlichen als unser heutiger Gast, der international renommierte Entertainer und Musiker Herman van Veen. Seit 50 Jahren aktiv als Künstler auf der Bühne hat er in allen Kunstsparten einen unverwechselbaren Ausdruck gefunden. Als Musiker, Schauspieler und als Maler. Er weiß also um die Wirkung der Kunst auf Menschen. Und er hat sich stets für die Rechte von Kindern eingesetzt, wo es erforderlich war. Seit seinem 17. Lebensjahr ist er bereits in verschiedenen Funktionen für die UNICEF tätig und hat selbst mehrere Stiftungen gegründet, unter anderem die Alfred-Jurkodus-Quark-Stiftung. Mit seinen Organisationen und seinem persönlichen Engagement setzt er sich so unermüdlich weltweit für die Rechte von Kindern ein, also für Versorgung, Schutz und Partizipation aller Kinder und Jugendlicher. Und dazu gehört für ihn immer auch explizit die Partizipation an Kunst und Kultur. Damit Kinder in den Genuss dieses von der UNICEF so bezeichneten Grundrechts auf kulturelle Bildung kommen, bedarf es einerseits Künstler und Botschafter wie Herman van Veen. Es bedarf aber auch eines Bildungssystems, in dem kulturelle Teilhabe ermöglicht werden kann. Dafür engagieren wir uns in der Stiftung Mercator mit einem konkreten Ziel, nämlich der verbindlichen Verankerung kultureller Bildung im Schulsystem. Hierzu drei Beispiele. Erstens, indem mit der Kulturstiftung des Bundes gemeinsam mit jeweils 10 Millionen Euro initiierten Programm Kulturagenten entwickeln seit 3 Jahren 150 Schulen in 5 Bundesländern mit ihren Agenten und Kulturinstitutionen mit viel Erfolg kulturelle Schulprofile. Ein zweites Beispiel. Das erste Expertengremium in diesem Feld, der Rat für kulturelle Bildung, initiiert von der Stiftung Mercator und getragen von einem Verbund aus 7 großen deutschen Stiftungen, hat in diesem Jahr seine Arbeit aufgenommen. Der Rat für kulturelle Bildung wird noch in diesem Jahr mit ersten Empfehlungen für Praxis und Politik an die Öffentlichkeit treten. Und ein drittes Beispiel, wir arbeiten bei all unseren Projekten eng mit den Ländern und mit der Kultusministerkonferenz zusammen. Dabei bringen wir Akteure aus Praxis, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zusammen, diskutieren und vereinbaren konkrete Schritte zur wirksamen und nachhaltigen Umsetzung kultureller Bildung in den Schulsystemen der Länder. 3 Beispiele, die exemplarisch unsere Strategie im Feld kulturelle Bildung verdeutlichen. Also auf der Basis von Praxiserfahrung und wissenschaftlicher Expertise den Austausch für bleibende Veränderungen des schulischen Bildungssystems moderieren. Der ganz überwiegende Teil unseres fließt dabei immer direkt in die Schulen, in die Praxis. Das entspricht unserer generellen Förderphilosophie. Praxis, Expertise und Austausch bilden auch das Grundgerüst des heutigen Abends, auf den ich mich sehr freue und der auch, wie der Prozess zur Implementierung kultureller Bildung, einer kompetenten Moderation bedarf. Sehr geehrter Herr van Veen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und begrüße nun mit Ihnen die Moderatorin des heutigen Abends, Andrea Thilo.